schön, seid ihr da. Ich will es auch nicht mehr länger machen. Das Buffet ist da. Ist ungern. Christoph Kaufmann. Wir sind hier am Swiss Barbecue. Guestlist only. Was sind da für Gäste auf dieser Liste? Also einladen tun wir immer alle Schweizer, die in Cannes sind. Ob sie registriert sind oder nicht registriert sind, ob sie ein Badge haben, ob sie keinen Badge haben. Alle Schweizer, die in Cannes sind oder auch einen Bezug haben zur Schweiz, in der Schweiz, die geschafft haben, sind hier herzlich willkommen. Und die schreiben wir auch immer an. Und es waren noch nie so viele Leute da wie in diesem Jahr. Seht man hier hinten am OK Beach, wunderschön, Sicht aufs Meer. Wieso weisst du am OK Beach in Cannes? Also Weischer Cinema Schweiz ist ja zusammen mit den deutschen Kollegen sind wir ja die Repräsentanten vom Festival in der Schweiz respektive in Deutschland. Und da haben wir auch gewisse Verpflichtungen. Und die Verpflichtung, eben Community auch zusammen zu haben, dass man sich sieht, dass man eine Plattform hat, dass man sich austauschen kann, dass man sich erzählen kann, was hat man erlebt am Festival. Und darum haben wir eigentlich seit Jahren ja den Mittagsbarbecue am OK Beach immer in der Mitte der Woche, genau in der Mitte des Festivals, sozusagen ins Leben gerufen. Und jetzt ist es glaube ich, zum 6. oder 7. Mal hier. Und man soll ja immer am Guten festhalten. Und das machen wir auch in diesem Jahr. Jetzt ist aber auch inhaltlich eben Kreativität, steht ja klar im Zentrum natürlich da in Cannes. Jetzt, und ihr vermarktet ja ein Medium, das ohne Kreativität gar nicht funktioniert. Das ist richtig. Also alle Medienkanäle, die sozusagen eben Kanäle sind und Werbung vermitteln, sind natürlich froh darüber, wenn kreativ das gefüllt wird und genutzt wird. Und uns freut extrem, dass der aktuelle Bronzegewinner mit Greenpeace ja auch auf unserer Leinwand gelaufen ist. Also uns freut natürlich auch immer, wenn Kampagnen ausgezeichnet werden, die auch auf der Kino-Leinwand laufen. Jetzt haben wir hinten gesehen, haben die auf dem Personal eine Taube müssen verscheuchen, die bei dem wunderbaren Barbecue auf der war. Sie sind da immer noch dran im Versuch. Jetzt ja, wie bringt Kino eine Marke zum Fliegen? Ja, also einerseits einfach durch die Wirkung, die das Kino entfaltet. Also die Attention, die eines von diesen grossen Worten ist, die zur Zeit am Festival immer, wenn man wieder begegnet, Attention, 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 kommt mir voll in die Karte. Und wenn es ein Medium gibt mit der grössten Attention, das kann ja nur ein Kino sein. Und in dem Zufolge ist einfach schon nur die Kraft auf allen Sinnen, die das Medium Kino kann, entfalten mit Kreation zusammen. Bleibt das einfach im Kopf in den Hang und das ist das, was man ja als Werbetreibender gerne will. Jetzt ihr als Weischer habt ihr Innovation oder besondere Sachen, die man sich jetzt im Herbst freuen? Also was wir sicher ausbauen ist, dass wir ein bisschen weg, also nicht, die Leinwand ist immer noch das stärkste, das kräftigste und zugefährt, aber wir probieren ein bisschen mehr sozusagen den Werberaum, Kinos, Foyer auszubauen. Wir haben eigentlich mittlerweile ein riesiges Angebot von Digital Out of Home Screens, das sehr intensiv genutzt wird. Also alles, was eigentlich an Vermarktungsmöglichkeiten da ist, wenn man Türen zu einem Kino auftut, ist das, was uns interessiert und was wir weitergeben wollen. Aber man kann klar sagen, sozusagen die Kraft ist natürlich und bleibt auch bei der klassischen Leinwandwerbung. Deine Abschlussbotschaft in die Schweiz, in die Kreativbranche? Alle, die nicht hier sind, kommen. Es ist ein Erlebnis. Es ist wahnsinnig international. Das macht wirklich Freude. Es sind alle Kulturen da, es sind alle Länder da. Es ist im Prinzip so phänomenal. Es sind nämlich eigentlich die Olympischen Spiele von Werbung mit einem Unterschied. Sie finden jährlich statt und nicht normal 4 Jahre. Also ich kann alle herzlich einladen, willkommen heißen, im nächsten Jahr gar nichts planen, weil mir geht schlicht und einfach mit einem ganz guten Gefühl und viel, viel Insights haben.
Bitte, herzlichen Dank. Bitte.